Hey Leute, heute werde ich mit euch so ein Monstera-Blatt gießen. Ich habe es heute bekommen, also ich bin richtig gespannt. Das ist von Starke Impressionen. Sie hat auch eine Instagram-Seite und eine Website. Ich verlinke euch das unten. Danke dafür. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Farbkombi ihr am liebsten sehen würdet. Und natürlich hat Grün gewonnen. Wollte eigentlich fast jeder. Und wir werden hier ein bisschen Blattgold und sonst was verteilen. Und also hier einmal das große Blatt, die zwei Coasterform. Und ich habe hier noch das hier gegönnt. Das werde ich auch noch machen, wenn ich genug Harz habe. Ich habe jetzt 750 Gramm Harz angemischt. Und zwar von dem Ultracast XT. Ein Rabattcode dafür findet ihr unten in der Beschreibung. Ich lasse das etwas stehen, damit die Bläschen nach oben steigen. Aber wenn ihr so viel anmischt, passt auf, weil es dann anfangen könnte zu kochen, weil einfach so viel Harz aufeinander ist und die chemische Reaktion könnte dann zu groß werden, beziehungsweise zu stark. So, ich fülle mal mit Blitz weiter. Jetzt nehmen wir ein bisschen Pigmentpaste. Und ziehen ein paar Linien durch das Harz. Durch unser Blatt. Dann entstehen, glaube ich, noch ein paar andere Effekte. Thank you.
So, jetzt lassen wir das Ganze aushärten. Mal gucken, wie der Spaß morgen so aussieht. So, es ist jetzt alles hart geworden, aber noch etwas flexibel. Wenn ihr wollt, dass alles sicher geht, würde ich noch ein bisschen länger warten. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von diesen Farbkombis, aber irgendwie hat es nicht so geklappt. Ich denke mal, es ist ja gerade sehr kalt, dass die Temperatur in meinem Zimmer einfach gerade nicht optimal ist für Arbeiten mit Kunstharz. Das sieht so cool aus. Unglaublich. Das habe ich auch noch bis zu den Resten gemacht. Das Gute ist, wenn etwas nicht so spannend geworden ist, kann man einfach einen Schal draus machen und dann wird alles 10.000 Mal besser. Also es ist zum Glück noch flexibel genug und ich drücke das jetzt einfach hier in diese Schale. Wenn ihr ein Grundlagenvideo zu Schalen braucht, dann verlinke ich euch das hier und auch unten in der Beschreibungsbox. Bei so einem länglichen Blatt wäre es natürlich optimal, wenn man auch eine längliche Schüssel hat, aber ich denke, das wird auch gut aussehen. Ist auch noch etwas flexibel. Ich lege es gleich auf jeden Fall noch auf eine glatte Oberfläche. Wenn ihr davon heißen Tee trinken wollt, dann müsst ihr die natürlich auch hitzebeständig machen. Falls ihr nicht wisst, wie das macht, dazu habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Das heißt zweite Schicht Kunstharz. Hier ist übrigens so ein mattes Muster drauf, die Linien von einem Blatt, damit ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr das kauft und ihr seht dann plötzlich diese Linien und mögt das nicht. So ist es. So, ich warte jetzt mal einen Tag und dann hole ich das aus der Schale. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ins Video mit reinnehmen soll oder nicht, aber ihr seht es dann auf jeden Fall auf Instagram Marmelade Science. Bis dahin, ciao, ciao.